Hakuna Matata, Muchachos, und seid herzlich willkommen. Wir müssen jetzt mega schnell sein, deswegen hier schon im Ladescreen dabei. Oh mein Gott. Fuck, ich brauche jetzt, wo war denn der Schlafplatz? Ich glaube, das war der hier. Also, wir müssen ganz schnell sein. Deko hat jetzt die Aufgabe, die Leuchttiere zu retten. Bisher kam ja noch nicht die Meldung, dass die gestorben sind. Fuck, ich glaube, ich bin falsch gespawnt. Genau, das Ding ist, ich habe jetzt gerade Snapshot 16 und er hängt, glaube ich. Oh man. Das ist mir eiskalt nicht mehr passiert seit, ich weiß nicht, einem halben Jahr oder so. Ja, Muchachos, das ist ein Fehler. Und jetzt, wenn wir keine Zeit haben, ich bin ja schon gespawnt wieder, Muchachos, auf der Insel, von der aus wir in die Höhle reingetaucht sind, bin ich ja schon respawned in der letzten Folge. Hab ich auf meinen Rock Drake gesetzt und wurde von Nameless angegriffen. Und dann haben wir den Server ausgemacht. Und jetzt muss ich wieder drauf joinen. Wahrscheinlich greifen mich gerade schon oder mein Rock, ich hoffe, mein Rock Drake greifen die Nameless nur an und dann noch mich. Also ich schaff's doch irgendwie gerade zu überleben. Alter, Scheiße. Das Problem ist, ich habe auch gar kein Leuchttier hier. Ich muss jetzt hier irgendwie klarkommen ohne. Ja, das ist natürlich. Ich weiß nicht, muss eigentlich im Haus bleiben. Ja. Oder eins schnell zähmen. Hände. Oder schnell eins finden und zähmen, ja. Ja. Ich geb gerade mein Bestes. So, Hände. Okay, ein Snapshot 60. Ich bin da. Ich höre Rumgekreische und. Okay, mein Rock Drake. Ja. Und hier sind Nameless. Okay, aber ich kann ja jetzt. Oh, oh, ach, oh, Scheiße. Ich merke. Oh, fuck. Was ist los? Wenn ich hier die Nameless nicht tot mache, dann kommt ja die Reaper. Diese. Na, du kannst ja schnell ins Wasser abhauen. Ja, aber der Reaper kommt trotzdem. Der kommt trotzdem. Ach so, aber kannst du den nicht in Sicherheit bringen? Irgendwo drauf einfach, wo die nicht hinkommen? Nee, weiß ich nicht. Nee? Wo ist denn diese scheiß Kiste hin? Ah, hier. Nee. Hier ist ein Inventar. Lol, die haben die Kiste zerstört. What? Da muss ich mich ja noch schneller hier auf den Weg machen. Ich habe jetzt alles mitgenommen, was in der Kiste drin war. Das Problem ist nur, ich habe zwar Flossen und die Tauchermantel, aber ich habe keine Taucherbrille. Also okay, kann ich eigentlich keine Luft bekommen, oder? Die Leute haben auch geschrieben, das ist irgendwie ein bisschen Troll. Das stimmt nicht ganz. Gut. Ich hab Luft, Beweis. Ich tauche runter. Ich müsste gleich mal gerade Gamma hochstellen, weil in der Höhle hier, also ich tauche gerade runter, aber es ist übertrieben dunkel. Zum Glück ist gerade nichts hier, was mich töten will. Gamma 3, okay, hat es auch nicht viel schöner gemacht. Okay, aber Sauerstoff klappt. Sehr schön. Wir tauchen gerade unten drunter durch und jetzt wieder nach oben. Meine Aufgabe ist jetzt, unser Equipment so schnell wie möglich zurückzubekommen und zu überleben, solange bis Marvin auftaucht. Digga, was ist denn jetzt los? Weil mir ist arg abgestürzt. Was? Warum? Ich hab keine Ahnung. Einfach abgestürzt? Ey, das ist ja wirklich die Psychoaufnahme jetzt hier. Lol. Ich komm schnell wieder rein. Arg ist doch noch nie abgestürzt bei uns. Ein einziges Mal ist arg abgestürzt bei mir. Jump! Ich spring gerade in den Pool. Und diesmal so, dass ich keinen Damage bekomme. Oh nein! Digga, hier ist Garkinos drinne! Was? Digga, ich bin einfach mit dem Garkinos auf den Kopf gesprungen! Wo ist der Ausgang? Digga, nein, das nächste! Hä? Los, ich weiß nicht, wie ich rauskomme! Hab ich meine Pick? Nein, er verfolgt mich! Ich bin gleich tot! Und ne, Digga, nein, ich bin gleich tot! Da muss doch ein Ausgang sein! Hä, wo ist denn hier der scheiß Tor, wo wir rausgegangen sind? Da. Digga, hier spawnen noch Nameless in meinem Arschloch! Oh, jetzt bist du. Ja, dann bist du. Was? Ich brauche unsere Leuchttiere! Alter, es spawnen überall Nameless! Überall um mich rum spawnen Nameless! Okay, jetzt musst du die Leuchttiere nehmen und rumrennen. Nicht stehen bleiben. Ich kann ins Wasser gehen, glaube ich, oder? Ja, das ist doch der Kakinos! Nee, ich bin jetzt. Ich bin jetzt in der neuen Höhle. Ah! Nein, okay. Ich bin tot. Ich habe unser Leuchttier wiedergefunden. Mein Leuchttier läuft im Kreis und wurde vom Seeker angegriffen. Jetzt läuft mein Leuchttier im Kreis und wird von Seeker und zwei Nameless angegriffen. Na, Mann. Alter, das Ding ist, was. Oh nein. Das Ding, dass die eiskalt die Leuchttiere noch gelebt haben. Der lief die ganze Zeit im Kreis und der Seeker ist hinterhergeflogen. Ja, und jetzt ist er wahrscheinlich gleich so. Und jetzt habe ich halt noch zwei Nameless hingebracht. GG! Mindestens. Waren beide Leuchttiere dort? Ich habe nur einen gesehen, aber links haben wir noch keine Nachricht bekommen, dass er gestorben ist. Also müssten eigentlich beide noch da sein. Ja, die waren aber ziemlich high level. Die waren relativ high level, ja. Das heißt, sie würden lange überleben. Ich bin immer noch nicht auf dem Server, ne? Alter, das kann doch hier nicht angehen. Please. Oh, dein Schließmuskel. Was? Wieso
Wurde die Meldung, wird die Meldung nicht im Log angezeigt. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich hab irgendeine Meldung bekommen, dein Schließmuskel zerberst da oder was? Was ist denn, welcher besten Schließmuskel zerberst da? Das ist unser Spino. Ach so, hat der gerade ein Name ist umgebracht, als ich gespawnt bin. Okay. War jetzt okay. Hallihallo, jetzt brauchen wir zwei Leuchtviecher. Oh, ganz schnell rein du hier. Du Heilige, Alter, das war aber auch, ey, meine Fresse. Aber dass da auch im Kakinos ist, ne, das war jetzt ja natürlich null geplant. Nee. Weil sonst hättest du da eben chillen können. Leuchttiere nehmen, dort chillen, so war eigentlich der Plan. Ja, bis nee, bis ich dann komme. Der war noch nicht da, wo unsere Leuchttiere waren. Ja, der kommt da auch nicht durch, da ist ja so ein kleiner Tunnel nur. Ja. Deswegen. Ja, also ohne den Kakinos hätte ich vermutlich überlebt. Ich bin auf seinen Kopf gesprungen und ich habe natürlich auch Damage von ihm bekommen. Ich glaube, ich wurde halb downgeklappt von ihm. Ja. Da halt die Name ist hinterher und dann bin ich da angekommen, habe mein Tier tatsächlich auf die Schulter bekommen. Aber dann im Versuch wegzulaufen, wurde ich von dem Zikan und den Nameless gekillt. Oh Mann, ey, was für ein Film. Okay, Eisenpickel herstellen. Wir haben jetzt ja noch einen Auftrag. Rüstung, sonstiges, bam. Da werden jetzt erstmal 6 Stück durchgejagt. Die Lazarus-Suppe wird auch hergestellt. Oben haben wir noch die Schwimmsachen. Ach, hoffentlich. Du Heilige. Achso, ich habe meine Sachen ja schon an. Ah, okay. Das ist gut, okay, nochmal ein bisschen Fleisch mitnehmen. Ja, wir brauchen noch eine Taucherausrüstung, ne? Ich glaube, wir brauchen nur die Flossen. Wir brauchen mehr Fleisch. Ich weiß nicht, ob wir ohne Atemshit runterkommen. Ich stelle auch nochmal ein Atemshit her, 2 Stück, weil... Ach, kannst du? Ja. Okay, super. Aber Flossen musst du noch herstellen. Okay, oh, geh ich nochmal wieder zurück. Ich stelle auch gerade schaffen, weil ja? Atemshit reicht ja ohne Maske. Ah, deswegen habe ich ja die... Lazarus-Suppe gerade hergestellt, oder will ich gerade herstellen? Achso, ja. Aber die hält ja, wie lange hält die? 10 Minuten. Okay, das geht ja sogar eigentlich. So, ich brauche jetzt ganz schnell Pilze. Pilze, Pilze! Da sind schon mal welche. Klack. Brauche ich eigentlich noch irgendwas? Ich brauche gar nichts mehr. Okay, jetzt wegrennen. Wetterpickel. Bitte sei irgendwas hier, irgendein Leuchtvieh. Dann müssen wir vielleicht schnell nach oben gehen und einen Bulbdog sehen da oben. Hast du noch einen. Du hast doch noch einen Rockdrake hier, oder? Wir haben noch Rockdrake hier, ja. Oh, hier haben wir ein Scheinhorn. Welches Level? Level 20, perfekt. Was essen die? Braune Pilze, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Okay, da zwei. Du schon Nameless gerade zu Ja, sehen. Ich versuche die ein bisschen wegzulocken. Wir haben ja immer noch unseren Spino. Kannst du die vielleicht nebenbei platt machen? Ich sollte, warte, ich komm mit dem Spino. Wow! Alter, ich dachte, das wäre der Reaper King. Nee, wow. Warte, ich komme mit dem Spino an. Ja, sehr schön, danke. Der Rockdrake macht zu wenig Damage. Nebenbei versuche ich natürlich die ganze Zeit das Scheinhorn noch zu zähmen. Warte mal, noch ein bisschen was rein hier. So, ja, weitergemacht. Lasst mich raus! Das kann doch. Digga! Das kann doch nicht angehen. Ark ist schon wieder abgestürzt. Was? Ey. Hey, was Digga, ist hier Ark heute los, Ark stürzt Mann? Doch nie ab, Alter. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Leck mir die Eier. Digga, ich kloppe jetzt die ganzen scheiß Nameless weg. Aber was zum Fick ist denn bitte los, Alter? Ey, wir haben es gerade schon so schwer und jetzt knackt uns Ark jetzt nochmal richtig einen rein. Ich überlege gerade, du bist noch nicht tot. Ich könnte ja auch noch das Nimm die braunen Pilze da raus. Ja. Genau. Welche sind das? Die braunen Pilze? Die braunen Pilze raus, genau. Welche sind das? Hier haben wir ihn. Ich habe ihn getamed, ich nenne ihn Himmel. Okay, sehr schön, dann haben wir schon mal den ersten. Und mache Licht an, damit noch mehr Nameless kommen. Und mache ich auf die Suche nach dem nächsten Scheinhorn. Hier da hinten ist Licht, aber das ist irgendwas anderes. Ich würde nach oben cruisen. Da sind ganz viele Bulldogs. Einfach einen Low-Leveligen schnappen und ab geht's. Ja, ich guck mal gerade in der einen Ecke da hinten. Da finde ich öfter mal ein. So, in diese Richtung. Okay, wieder bei Snapshot 16. Alter Mann, ey, was geht hier heute ab? Wer Snapshot 16 nicht kennt, nicht normal also gerade mit Ark. Also normalerweise, Muchachos. Ja. Marvin hat das öfter, dass er bei Snapshot 16 festhängt. Bei mir passiert das eigentlich gar nicht. Und jetzt ist heute schon bei mir passiert beim Einloggen, dass ich Snapshot 16 habe. Und normalerweise stürzt Ark einfach nie ab. Wann ist Ark letztes Mal abgestürzt, Alter? Das ist schon Ewigkeiten her.
Ja, für die Leute, die jetzt nicht mit Snapshot 16 anfangen können, wenn ihr Ark startet, dann laufen wir unten links so ein paar Balken lang, so das und das wird geladen und dann bei Snapshot 16 bleibt es eben stehen. Genau. Nee, ja, hier ist nichts. Ich glaube, dann werde ich mal oben draußen gucken. Kein Charme. Weißt du, alter Schwede, Muchachos, knallharte Folge. Weißt du, wie lange unsere Leiche dort liegt? Bitte? Weißt du, wie lange unsere Leiche dort liegt? Ich glaube, eine halbe Stunde ist das, oder? Ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Wir sind nämlich jetzt schon ungefähr bei 13 Minuten. Wir sind schon mit der Hälfte durch. Wir müssen uns echt sehr, sehr beeilen. Oh, keinen Horn gefunden. Musst du mir herkommen. Schon wieder bei Snapshot 16, ey, leg mir die Eier! Level 60, Scheinhorn. Oh. Hier. Tamis, du musst dann hierher kommen, aber weil, oder ich versuche es mitzuziehen. Ich weiß nicht, wie viel Aufladung hat deiner noch. Oha. Irgendwo ein Käfer? Brauch einen Leuchtkäfer. Brauch Aufladung. Gib ihn. Aber Level 20 reicht ja auch erstmal. Das Problem, was machen wir denn eigentlich, wenn wir jetzt mit den Leuchtern da reingehen und unsere beiden Leuchttiere überleben noch? Dann müssen wir leider ein Leuchttier da drin lassen. Die beiden neuen da, das ist ja natürlich ice cold, ne? Aber. Ich sag mal, die anderen haben natürlich dann einen höheren Stellenwert, ne? Vor allem, wenn sie nur was auch alleine überlebt haben, ne? Sind höher in der Familie. Schon keine normalen Leuchttiere mehr, sondern schon Heldenleuchttiere. Können wir dann umbenennen in Spartacus und Achilles oder so. Oh, so, okay, bei 60% Taming. Sehr schön. Einmal Käfer angepimmelt habe ich gerade auch schon, um meine Aufladung nochmal aufzuladen, weil der 20er hat nur sehr wenig Aufladung. 200 irgendwas. 200, okay. Oh, das ist echt wenig, aber passt. Jawohl, Daddy ist wieder hier. Ah, ich bin ja fast gestorben. Ja, beeil dich. Bei dir spawnen jetzt wieder Nameless. Wo soll ich hin? Richtung Ausgang und dann statt hochzulaufen, nach rechts laufen. Okay, fuck, ich muss jetzt erstmal zurücklaufen. Wie nenne ich ihn denn? Brauch Wasser! In den Schwengel. Kannst du ihn nicht einfach zu unserem Haus holen? Ja, also muss ich jetzt halt die ganze Zeit langsam mit ihm hier lang gehen und ich weiß nicht, wie lange meine Aufladung halten. Ja. Okay, Richtung Ausgang. Okay, dann komme ich. Ja, du musst schon nicht mehr sonderlich weit gehen, ich komme dir schon entgegen. Okay, da komm schon. Digga, Rock Drake! Wollt doch gerade mit dir reiten! Hüpf, 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 hüpf. Ah, hier, da, hier, mit links. Ja. On my way. Was? Hallo! Schwengel! Mach bitte Entfollow, dankeschön. Oh, okay, jetzt brauche ich noch Pilze. Hier waren doch auch irgendwo Pilze. Ja, rechts von den Pilzen. Okay. Da sind giftige Pilze, aufpassen. Ich will wieder ein Nameless Huren Schmock. Okay. Weiter geht's, wir haben die Flak-Rüstung. Jetzt, warte mal, ich nehme mal kurz ein paar Pilze zu mir. Haben wir jetzt schon alles, was wir brauchen? Digga, warum habe ich denn nur so Kackpilze bekommen? Ich brauche die braunen Pilze und krieg nur Wasserpilze. Ich krieg alle Pilze außer die... Ah, nee, doch nicht, nimm alles zurück. Die waren schon in meinem Inventar. I'm sorry. Also eigentlich können wir jetzt wieder los, oder? Wir haben ja alles. Ja. Ich brauche noch mal eben die Taucherrüstung. Die habe ich, glaube ich, nicht im Inventar. Nee, und dann können wir los. Die Lazarus-Suppe. Ich schau mal, ob die fertig ist. Ich hoffe, da ist schon ein bisschen was durchgepümmelt. Ich habe Tauchausrüstung dabei. Auch einpacken. Okay, ab geht's. Stella! Zack, zack, haben wir. Ich schmeiß noch mal ein bisschen was weg. Ich würde gerne noch ein Schwert mitnehmen. Ja. Kannst du auch eins für mich erstellen? Die vorhandenen Viecher wegkloppen können. Und wir haben keine Schwerter hier. Ne, deswegen zwei neue herstellen. Bam, 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 bam. Bei Schwerter, sie werden hergestellt. Und deine Eis, deine Pickel sind auch noch hier. Sehr schön. Okay, ich bin, wo ready. Ist der Rockdrake? Vor der Tür. Lazarussuppe. Dreimal Lazarussuppe. Perfekt. Ausmachen. Haben wir hier noch irgendwas? Brauchen wir noch irgendwas? Was zum Abholz? Nimm noch mal Rüstung. Ah, obwohl. Das wiegt ja alles auch. Muss man ja auch noch bedenken. Ja.
22 Fleisch habe ich dabei und 100 von den Pilzen. 135 sogar von den Pilzen. Okay. Hast du was zu trinken? Achso, trinken brauchen wir auf gar keinen Fall. Wir sind ja im Wasserbiom. Kann noch reichen. Du musst mich jetzt dann wieder lotsen dahin. Ja. Kommen Sie jetzt endlich. Wir müssen los. So. Ich habe alles dabei, hoffentlich. Okay. Besser vorbereitet kann man nicht sein. Also, schon, aber... Also geradeaus die ganze Zeit und dann rückwärts nach rechts schauen, bis du da diese Kristalle siehst. Hallo? Flieg! Oh, da hinten, ich sehe die Kristalle schon. Ja. Ist ja sogar nur geradeaus, ist ja chillig. Oh yeah! So, wir sind noch. Okay. Ich bin gespannt, Muchachos, ich hatte nämlich meinen Rock Drake da zurückgelassen und ich weiß nicht, ob wir noch, als ich weggetaucht bin, noch Nameless gespawnt sind. Ja. Wäre möglich, dass uns jetzt die Reaper-Mutter empfängt. Dann hauen wir sie weg. Obwohl, oder ich muss dann schnell absteigen. Reaper King oder was auch immer, wie das auch immer heißt. Nicht weggeschnackselt werden. Ja, hier sind wir sogar schon richtig. Perfekt. Hier ist es doch. Hier links, oder? Hier ist es. Ja, genau. Nein, ist es nicht. Dann war es doch der erste. Das war direkt am Anfang. Bin schon direkt dran vorbei. Da ist doch diese Liane da. Wo ist eine Liane? Genau, links, rüber. Da ist das. Hallo. Oh, ich sehe dich. Diese Rock Drake Steuerung, Alter. Direkt von Kakinos. Okay, absteigen. Ist hier vielleicht noch ein Leucht hier? Das wäre geil. Leucht. Hier sind wieder übertrieben viele Tiere. Oh, das ist ein Ravager. Du wirst verfolgt auch von der Titan. Ja, ich sehe es gerade. Ja, hier drauf. Müssen wir ganz kurz hier was platt machen. Ravager platt machen. Ja. Alter, da ist auch noch ein Megalosaurus. Boah, hier geht richtig Party ab. Alter, und der Kakinos verfolgt uns auch. Ja, ja, ich will ein bisschen nach vorne gehen. Oh! Nein, nicht mich angreifen! Ah! Du, der ist sogar bei mir! Okay, den müssen wir jetzt auch noch mal machen. Geh mal kaputt. Komm, jetzt zeigen wir ihm hier, wo der Hammer hängt. Bam, 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 bam! In sein Gesicht, Mann! Wer bist du? Ich kenn dich nicht! Okay, da unten sind noch weitere Viecher. Ich weiß gar nicht, was das alles da noch ist. Wir können uns ja einen runterholen. Also den Sarko müssen wir umbringen. Der ist hier auf jeden Fall schneller. Ah! Okay, machen wir. Aber bereite dich schon mal aufs Abtauchen vor. Ich will jetzt wieder runter. Ja, warte. Flossen. Check. Alter, mein... Bei der LOL! Meine Flakrüstung ist schon fast im Arsch. Die ist eiskalt jetzt gerade komplett für den Arsch. Egal. Hä, wie das denn? Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt Lazarus-Suppe zu mir genommen und ich habe hier gerade wieder eine Schlange gehört. Willst du auch einmal Lazarus nehmen oder egal? Ja doch, Lazarus würde ich nehmen, da brauche ich nur meine Flossen. Da? Der Bogen, wo ist denn der? Hier mit meinen Pfeilen und dem ganzen Scheiß. Hast du den im Inventar oder? Was? Ich hatte hier noch ziemlich viel Werkzeug und Schuss und Crossbow. Ja, das ist in meinem Inventar von meiner zweiten Leiche. Achso, okay. Ja gut, dann würde ich sagen, ab geht's! Rein da! Abwärts! Zum zweiten Mal jetzt innerhalb von ein paar Minuten geht's hier runter. Alter, diese scheiß Erdbeben, ne? Hol mir runter. Ja. Ich darf jetzt ja nicht angegriffen werden. Ich schau mal eben. Wie unlogisch das aber bitte ist, dass man hier unter Wasser so durchgeschüttelt wird. Das macht keinen Sinn! Okay, da kommt nichts. Sehr schön. Passt alles bis jetzt. Ja, mit der Lazarus-Suppe auch easy, möglich. Nein! Wir haben natürlich die Eisenpickel nicht mitgenommen, ey. Oh. Bottle. Digga, ich kann nicht alles machen! Digga, ich hab dich doch daran erinnert, dass du die Dinger mitnehmen sollst. Echt? Hab ich nicht gehört. Hast du nicht sogar noch Ja gesagt? Nee, ich hab nur an die Lazarus-Suppe gedacht. Als du gesagt hast, wir brauchen die Rüstung. Alter, ich komme aus dem Wasser nicht raus! Digga, was zum Fick, ey! Okay, jetzt springen wir den Kakinos wieder auf den Kopf. Als du als du meintest, du brauchst noch deine Taucherausrüstung, da hab ich dir gesagt, hier in der Werkbank liegen auch noch deine Eisen. Achso, hast du. Okay. Aber das heißt, du hast ja deine, das ist ja schon mal gut. Alter, ich bin gerade im Wasser geflogen, Alter. Oh, da ist der Kakinos! Einfach durch, einfach durch, einfach durch! Okay, dann renne ich jetzt auch durch. LOL, der verfolgt dich! Ah! LOL! LOL! Wie geht das? Aber hier kommt er nicht weiter. Aber ich werde von Nameless verfolgt. Ich muss mal eben mein Licht wieder anmaken. Okay, ich bin erleuchtet. Jetzt brauche ich meine Leiche. Attacke! Zur Befreiung unserer Tiere! Weiter geht's, weiter geht's. Okay. Stirb, du verfickter Mist!
Knüppel, keine Ahnung, Viech. Zika. Oh, meine Knüppel hier wieder. Der Kakinos, der lässt locker. Wow. Okay, ganz schnell gleich. Hast du da Digga, ich brauche hier irgendwie Hilfe, Mann. On my way. Wow. Schnell die Leiche. Schnell die Leiche. Ah. Mach was. Schneller. Ja. Geh weg. Ah, töte sie! Ich lade nach! Nächster Schuss! Alter, mach den doch endlich tot, Alter! Wir machen weniger Damage! Müssen wieder ausmachen eigentlich. Ja, dann haben wir gerade wieder Nameless. Alter, was halten die denn aus? Digga, der macht meine Rüstung, weil er kaputt ist. Mach ihn doch endlich mal tot, Alter! Digga, ich kann nur auf den schießen. Scheiße nochmal, wo ist das Mistvieh? Alter. Lass mal kurz Digga, das Licht ausmachen. Meine Handschuhe. Ich hab fast keine Munition mehr. LOL. Wir müssen Licht ausmachen. Der fickt unsere ganze Muni weg. Oh, jetzt kommen wieder neben. Ja, mach ihn jetzt tot, schnell. Ich muss abbauen. Digga, das kann doch nicht dein Ernst sein! Ey, wie assi ist denn diese Mischung aus Seeker und Nameless, Alter? Ey, ein Seeker zerstört uns hier gerade, aber sowas von. Aber er stirbt ja auch einfach nicht, wir sind ja kein Damage. Der hat so viel Leben, Alter, das ist unglaublich. Jetzt mach doch mal dein scheiß Licht aus, Alter! Digga, dann kommt sofort wieder Nameless. Ja, dann müssen wir eben erst den scheiß... Wir müssen erstmal den einen Seeker umbringen, damit wir die scheiß Nameless töten können. Dann mach. Wow. Ich hab noch 3 Munition. Seeker ist down. Finally. Alter, Mann. Oh, jetzt kommt ihr von hinten auch wieder mal. Alter, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot. Wow. Ey. Deko ist gestorben, ich baue jetzt schnell ein Bettchen. Thatch Foundation ist schon mal hier. Was brauchen wir für das Bett? Wir brauchen Leder. Ach du Scheiße. Dann heißt es jetzt, Nameless kaputt machen. Ich hoffe, ich krieg dadurch Leder. Ja! Oh, zum Glück liegen hier so viele Leichen. Alter, hier ist auch alles voll. Puh. Und ich hoffe, du kannst hier unten spawnen. Und ich hoffe, ich kann hier unten bauen. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Ja, aber müsste auch eigentlich, müsste bauen gehen. Wir haben es ja eingestellt. Okay. Foundation ist da. Bett ist da. Alter. Schwede. Also die Höhle ist wirklich todeshart. Digga, diese Mischung aus diesem einen Seeker und den Nameless, die gespawnt sind. Dieser eine Seeker hat aber auch echt so viel Druck gemacht. Eiskalt, keine Munition mehr. Ich hatte, glaube ich, 300 Schuss. Alles in diesen Seeker reingehauen. Okay, das haben wir das. Jetzt müssen wir erstmal kurz ein bisschen sortieren hier. Ich das Ding ist, meine Rüstung ist komplett im Arsch. Meine aber auch. Also ich habe nur noch 3 Sachen und die sind fast down. Okay, Alter. Frage ist echt, wie wir hier weitermachen. Da hinten, also ich kann noch minimal fliegen. Also ein Schlag und beides ist kaputt, was ich gerade noch anhabe. Du hast ja wenigstens noch... Deine Flügel. Ich bin gerade überlegen, ey. Puh, also wir haben... Wieso habe ich denn so viel Zeug dabei eigentlich, ey? Ich habe 4 Rüstungsdinger. Also 4-mal Schwimmflossen und 4-mal Atemgerät. Alter, vielleicht hast du meine Sachen noch eingesammelt? Na, ich habe die Sachen von mir... Die Sachen, die wir nachgecraftet haben und die Sachen, die noch in der Kiste waren. Okay. Ganz ehrlich, wir bauen jetzt hier erstmal noch ein Bett. Dann lassen wir hier auf jeden Fall 2 Leuchttiere in irgendeiner Ecke chillen, damit wir hier immer noch was haben. Ich könnte eigentlich noch ein drittes Bett bauen, das wäre vielleicht gar nicht so blöd. Ich bin überlegen, wir könnten theoretisch, wobei es wird auch nichts bringen. Ich habe auch gerade schon wieder ein Nameless gehört.
Okay. Mistviecher. Die chillen erstmal hier. Wir brauchen jetzt erstmal einen neuen Plan. Digga, wie schnell die Munition von dem Sturmgewehr weggeht, ne? Ich habe auch nur 50 Schuss. Und es hat 19 Damage gemacht. Natürlich war der auch ein bisschen geboostet. Aber trotzdem. Wollen wir den Kakino aus hinten platt machen? Bringt auch nicht. Auch erstmal nichts. Da sind aber noch Leuchtviecher. LOL! Ich bin gesprungen. Einfach nur auf gerader Ebene. Dann ist eiskalt meine Rüstung kaputt gegangen. LOL. Wow. Ich bin gegen den Skorpion gesprungen. Hat der irgendwie so Säure in sich? Keine Ahnung. Gegen den toten Skorpion. Test ich mal eben. Oder da einfach drüben die Haltbarkeit. Sind Höhlen unter den Wasserfällen. Zumindest zwei. Habe ich schon gesehen. Ich kann da jetzt leider nicht hinfliegen, aber... Warte mal, ich muss jetzt hardcore kiten. Ich baue jetzt eine Kiste. Und da haue ich mal all das Zeug rein, was ich jetzt gerade nicht brauche. Damit das wenigstens nicht verloren geht. Da packe ich dann so die Waffe rein. Kiste ist eine gute Idee. So, hauen wir mal hier hin. Also, da hauen wir jetzt mal 50 Pfeile rein. Da hauen wir die rote Rüstung rein. I need Fasern. Oh, ein Enterpickel habe ich zum Glück auch. Das haben wir da rein. Den Fleisch. Brauchen wir das ja auch irgendwann nochmal. Okay. Bauen wir eine Foundation. Ich baue einen Schrank hier. Okay. Foundation wird gebaut. Sehr schön. Oder passt das noch neben das Bett? Platz ist jetzt auf jeden Fall da. Ich erkunde mal ein bisschen. Ich gehe mal ein bisschen weiter nach vorne. Crossbow ist jetzt meine Waffe. Ich darf jetzt einfach keinen Gegner mehr nah ranlassen. Wenn das jetzt nochmal ein Seeker ist, dann... Ich habe keine Ahnung, wie wir an Seekern vorbeikommen. Das sind so asoziale Viecher. Weil du einfach die nie triffst. Ich habe den bestimmt 2 Milliarden Mal getroffen mit der Munition und haben gerade... Oh, da ist natürlich einer. Ja, ich habe auf der anderen Seite von der Höhle auch schon angesehen wieder. Das ist echt hart, Alter. Die sind halt echt... Du triffst sie nicht. Also selbst wenn man sie trifft und Blut weg, Zeug wegspritzt, macht es kein Damage teilweise. Schau mal, in welches Level er ist. Boah, das ist auch Level 130, der Seeker. Ey. Oh, wo denn? Direkt vor mir. Ja. Wollen wir den platt machen? Also direkt hier dort bei dem Pilzgewächs. Vor mir, wo ich hinschaue. Ja. Wollen wir einfach nicht anlocken vielleicht, oder? Oder das? Gehen wir hier weiter. Ich mach nochmal Licht an. Okay, funktioniert noch. Gehen wir hier weiter. Oh. Ja, okay, er sieht uns nicht. Ach du Scheiße. Noch hier lang kommen, okay. Das ist gerade so mega intens. Oh, nehmen wir es. Bei 43 schießen? Schlafen Titanboar ist eiskalt. Oh ja, sie kommt, okay. Pass auf, dass wir nicht zu nah an den Seeker wieder rangehen. Oh fuck. Schön im Kreis laufen, sehr schön. Also down. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Match. Hier geht's nicht weiter. Oh doch. Doch, hier geht's weiter. Aber hier drüben hast du den Seeker auch gesehen, ne? Hier drüben. Wobei wir sind jetzt unten bei den Höhlen. Ja. Übrigens, da bei der Höhle mit dem Kakinos, da war wieder so ein Tor, wo man reingehen konnte. Ach, da auch ein Tor? Ja. Achso, das war doch das Tor, was ich gesehen habe aus der Anderswelt. Und Stranger Things. Ja, aber das ist doch, also da geht's ja weiter eigentlich in ein nächstes Level. Deko! Ich weiß nicht. Kann man da durch? Oh komm, da müssen wir durch. Ach, das kann man abbauen. Lol, ja, ist das ein Metall-Dings uns hier, Alter. Bauen wir ab! Kommen wir durch! Schneller! 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 Ich würde sagen, was sich dort hinter verbirgt, erfahrt ihr in der nächsten Folge, Muchachos. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Was für ein episches Chaos. Und wir haben es überlebt. Es geht weiter. Die unglaublich krasse Höhentour. Bis dann, reingehauen! Bye, bye!